Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. So, zum Battle. So krass. Erst gerade fertig mit der Joggingtour und schon wieder das nächste. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder dabei auf die Joggingtour schieben. Dabei die Schuld geben, wenn man es nicht im Schläger hat, weißt du? Oder kannst du dann am Schläger die Schuld geben? Jetzt packt er noch das Liebli aus. Jetzt wird es gefährlich. Das ist noch gut gekommen. Wenigstens noch ein Saisonsieg für den FC St. Gallen holen, meinst du? Ja. Zweite Pause vorbei. 1-1 in den Sätzen. Was haltest du davon? Ich bin wieder reingekommen. Erster Satz so solid gespielt, eigentlich. Fast zu null. Aber nachher jetzt sind es noch. Am Schluss war ich nicht so konzentriert. Ich war sogar vorne. Was bin ich? 8-7. 9-7. Hat sich daraus ausgezahlt. Hätte er mich wieder überholt. Daraus hat sich ausgezahlt. Jetzt gibt es einen kurzen Prozess. Bezweifle. So wie bei gestern gegen St. Gallen. Jetzt bin ich warm. Also, es ist Charlie-Satz, 10 beide. Wir haben GoPro kurz draußen gehabt, aber wir denken, das müssen wir jetzt wieder reinnehmen. Dann stellen wir sie auf für das Finale beide. Vorne, easy. Wieder mal Niederlage für den FC St. Gallen. Bittere Enttäuschung war. Bittere Enttäuschung. Ja. Ich muss zeigen, wer da den Schläger richtig kann heben kann. Ja. Ich kann nicht so gut mit Hämmer umgehen. Das ist so. Knapp gewesen. Erst hat sich aus der Hand geschenkt. Noch immer noch echt dran gewesen. Einmal sensationell zurückgekommen, aber ja, der letzte hat, Satz. Hat nicht gelangt. Hat nicht gelangt. 9-0 vorne gewesen. Matchball hätte ich gehabt, aber 9-0, dann kommt er wieder an, 10-10, hey. Aber 10-9 nachher, für mich. 10-9 sogar, ja. Matchball. Ach, aber nachher, ja. Clip, fertig ist es gewesen. Ja. So, jetzt sind wir hier auf dem Künzli-Areal, beim Arbeitgeber von MEN. Heute ein bisschen basteln. Was basteln wir heute? Ein Schnapsschränkli. Schnapsschränkli. Natürlich nur für die Janine, oder beide? Wir endlich mal unser Bier und den Wein verstecken. Dass nicht jeder sieht, wenn man unsere Wege einläuft. Wo hast du die hure Kiste her? Brocke in Davos habe ich die gesehen. Und von wem ist die? Von den alten Römern noch? Aus der Antike? Von den Säumern. Vom... Den Namen haben wir noch. Den Namen haben wir noch von ihm. Ah, schauen, was wir aus dem noch herkriegen. Peter Müller. Peter Müller? Peter Müller. Rechter Schweizer Name. Silvan Zurbrücken. Stimmt, der Bede hat auch schon mal geschafft. Ja, ne? Das ist heimisches Areal. Von dieser Zeit erzählen. Heimisch. Ja.
die Bude geschmissen. Haben sie dich können brauchen da? Die Bude mit deinen zwei linken Händen. Du kannst ja heute zeigen, was du noch drauf hast. Da, erste Kistenschrubber und erste Schrubber. Die ist auch da ganz im Ecke. Ich brauche einen Handschraubenzieher. Ja, gerne mit Handschraubenzieher kennst du eher aus. Ja, mein Mama kennt das nicht aus. Ein Schläger. Also, wir bauen jetzt hier unsere Kisten umbauen. Es gibt ein kleines Schnappschränkchen. Ein Bizeps von 12 cm. Schau, ich habe einen Strahl gefunden für dich. Das kannst du mir durchkennen. Wir tun jetzt die Kiste brennen. Das heisst, mit dem Bunzenbrenner tun wir da die weichen Holzfaser abfackeln. Dann wird sie ganz schwarz. Dann bürste ich sie morgen noch drüber mal. Das heisst, die. Was tust du sonst noch bürsten? Das Holz. Und sonst, dann tue ich die weichen Holzfaser rausbürsten. Dann gibt es eine schöne Struktur vom Holz. Schmeckt wie ein Eschenbecher. Ja, Alter! Du musst mal ein bisschen trainieren wieder, Janina. Ganz genau. Machst du doch sonst auch immer als Servicemann bis Wischi, Janina, so Bürste. Nur als Service. Dann bist du nur der, der die Ski rausbringt, weil sie denen nicht brauchen können. Korrekt. Ich tue noch mal nur Bürste reichen. Ah, du bist nur der Gango. So wie nie heute eigentlich. Nein, mach mehr. Tag 2 in der Werkstatt. Jetzt wird geölt. Ran an den Lumpen. -15. Halb 12. Ja, wir sind die Letzten, die noch aufkommt. Ja, morgen geht es weiter. Ich bin noch nicht fertig gemessen. Architekt Janina. Was haltest du davon? Was kannst du erzählen? Für so viele Flaschen hat es nicht Platz in der Pfeffli mal gesaufen, aber... Ja, wir müssen schauen, dass es nicht gerade auf ist, das ganze Fenster. Ich würde gerne ein SMS schreiben.
Wir entscheiden dann, ob wir willkommen sind oder nicht. Beide, was haben wir heute für einen Monat? August. Es ist etwa minus 5 Grad. Klassisches Sommerwetter in Davos. Am Physio gehabt, oder was hast du gemacht? Ja, das Physio gehabt. Jetzt müssen wir noch in die Oberboden hinter in die Kälte. Ay caramba. Jetzt sollen Händchen anlegen. Wer weiß. Wo schafft ihr Nino? Genau dort hinten. Härter Krampfer. Unsere Gegner haben wir ziehen lassen. Dario und Jason sind weg. Jetzt müssen wir es noch zwischen uns auskäsen. Ja. Aber ich bin auch noch blau vom Morgen, du etwa auch. Ja, am Morgen habe ich die rote Laterne schon abgeholt. Jetzt. Ja, ja. So, ja, du, Intervall gemacht mit Matusle. 5, 6, 7 und nachher noch 8, 30, 30, 9, 30, 30. Und es ist auch schön bitter geworden, vor allem hier oben. Man sieht es, schon Schnee auf den Bergen. Mal ein solider Augusttag hier in Davos. Schon ein bisschen Energie gekostet. Und du, hast auch schönes Intervall gehabt heute Morgen hier oben, he? Ja, Laktattraining. Ziemlich genau da ist der Moment gekommen, wo es ein bisschen steiler geworden ist. Sensemann. Habe ich scheuch mich abreissen lassen, aber ja. Hauptsache es war her, dann hat es sich gelohnt. Was haben wir gemacht? Nur brutal, oder? Ja, dreimal so 11 Minuten mit immer wieder Beschleunigen und Pausen. So zwischen 40 Sekunden intensiv und ja, etwa 20 Sekunden Pause, sage ich jetzt einmal. Zuerst noch im Kraftraum mit ein paar Kraftübungen kombiniert und noch auf die Rollschi. Und das war, ich glaube, der Fehler. Ich habe gescheiter drin geblieben. In dem Wetter kann ich draußen auch nicht leisten. Ja, das ist das Grauens. Wir brauchen wieder mal Ferien, würde ich sagen. Ja, wäre Zeit. Zuerst geht es nachher wieder ins Trainingslager. Ah, das ist ja fast wie Ferien, oder? Super, ja, freue mich sehr. Ja, heute Morgen beide das Intervall gehabt. Heute Nachmittag gibt es noch gemütlich. Hier Richtung durch den Boden rauf. Gemütliches Training. Gemütlich ist anders, wenn es rauf geht. Ich klassisch eher Skating, aber. Das kommt nicht nach. Hauptsache wieder mal zusammen unterwegs. Ja, das. Das haben wir uns gefreut. They know what is best for me. Back then they wouldn't invest in me. Now they done put all they trust in me. See that I'm cooking, don't step in the kitchen and fuck up the recipe. Seem like these people impress with me. I'm about to blow up eventually. Funny how making this music just felt like a hobby, but slowly became a necessity. They wanna know how I made it this far. I tell them this wasn't made overnight. Learn from mistakes, I was doing it wrong. This time around, I'll be getting it right. Spent too much time in the dark. Seem like the old me done came to the light. I do it all for the love and the fans. You do it all for the bitches. Jetzt sind wir oben. Schnee. Ja, kalt ist es. So. Geschafft.